Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Dommage. Wir werden jetzt mal ganz schnell Schweine zum Schlachter bringen. Dazu werden wir unsere Tiere einladen. Ich habe mir einen neuen Anhänger zugelegt. Geht ein bisschen mehr rein. Oh, hat nicht ganz gereicht. Bestätigen. So, dicht an dicht. Und auf geht's. Die müssen ja was tun, ne? Erstmal die Schweine hinbringen. Fleisch verkaufen können wir immer noch zum Schluss. Wir fahren da mal hin, ne? Ich hätte auch einen Schlachthof in die Ecke bauen sollen, ne? Wäre doch besser gewesen. Aber ich überlege mir noch einen Stall zu bauen in der Nähe vom Schlachthof. Als Komplex. Und zwar 2-2. Und am Hof Prinzip noch ein Kuhstall dazu. Also reiner Mastbetrieb für Fleischrinder. An sich zwei. Ich meine, einen für die Muttertiere und später die weiblichen Tiere und männlichen Tiere, wenn die weiblichen Tiere alle voll sind im Hauptstall und dann alle dann da entsprechend ja, umstallen, dann haben wir im Prinzip einen haben für die Zuchtstall und einen für uns Masttiere zum Verkauf, also zum Weitergehen. Und alle paar Jahre müssen wir dann entsprechende Tiere austauschen, die Muttertiere, damit wir uns keine wegsterben vor. Ne? Das zweite Jahr, muss man sich normalerweise merken. Das zweite Jahr, also noch drei, maximal sieben oder sechs Jahre oder maximal, ja, soll dann angeblich nach 9 Jahren sterben. Ne? Also werden wir die auch nach 7 oder 8 Jahren dann noch verkaufen. Wenn ich das vorher nicht vergesse, das kann natürlich sein, dann kann sie, oh ja, weg ist sie. Der Vorsatz. Jetzt muss ich gerade, ich bin gerade verkehrt gefahren. Ja, gut. Runde 1 zu spät gefahren, noch um die Ecke fahren. Das ist aber kein Problem. Hier führt alle Straße nach oben, ne? Zentrales Palettenlager werde ich glaube ich nicht machen. Ich werde diesen Aufwand nicht betreiben, alles erstmal da reinzufahren, zu sammeln und dann später komplett alles wieder aufnehmen und zum Verkauf bringen. Das werde ich nicht machen, ich werde immer nach und nach verkaufen. Sobald genug Rinder da sind, gehen die zum Schlachthof. Und so auch mit Anführungszeichen. Ne? Sag schon, ein Schwein. Wir können die ja nicht einlagern im Palettenlager, ne? Und sicherlich könnte man jetzt Bretter oder hier andere Sachen einlagern, ja, Papier, Verpackung und so. Das könnte man machen, aber ehrlich gesagt, wenn ich zu viel habe, wird es verkauft und der Rest wird für Rauch in der Produktion. Geht es ja in erster Linie darum, Landwirtschaft betreiben, um nicht um Großbauer in Betrieben zu sein. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Wenn ich es einmal vorhabe, sage ich, kaufe alles in Verkauf in Türen, kaufe hier alles ein. Das wird nicht klappen. So schnell wie das die Gerste weg war, bei 4000 Liter Gerste war ein Schlag weg. Hat jemand einen Grundeinkauf gemacht. Ich weiß nicht wer. War da reserviert. 64. So, das ist gut.
Die 21, das ist ja Wahnsinn. Hätten wir dreimal fahren müssen. Minimum. Wo Stahl sind denn nachher im Sommer fahren? Okay. So. Muss man anschauen. Können noch mehr. Was vor uns, ne? Musik läuft nicht, ne? Das ist typisch. Zu schnell gefahren. Gut, dann machen wir gleich die ersten. Naja, die will ich mal leer machen, ne? Muss die anderen Tiere angucken. Also die Auswahl ist eh noch zu kalt, um Gras zu gehen, ne? Aber so. Die sind klar. Erwachsen. Ist das hier, das geht ja gar nicht. Jetzt sieht genau gleich, das ist ja bald. Selber Ferkel warten hier. Das geht nicht. Ich wundere, wie so viele haben. Also 100. Bei 0,5 geht's. Bei Erwachsenen, also 0,5 maximal. Und dann ist nachher, wird es ja Zeit, dass wir weggehen. Also 0,6 ist schon bald zu alt. Anführungszeichen, da kommen wir die ersten Felge. Eigentlich macht man ja nicht, dass man Fett zusammen verkauft. Also wir wollen bitte alle hin. Wer hat denn hier mich hingestellt? Den erwische. Ach. Ungünstig, ne? Ja, das war ja auch anders geplant. Also wollte er nur ganz kurz was fahren, ne? Also Dünger verkaufen und dann wollte ich wieder hier hinstellen und dann die Milch verkaufen. Wollte ja auch Silage reinbringen zum Mischfutter und dann die Tiere versorgen. Alles machen will, ne? Dann klappt das nicht. Fahren wir nochmal ganz schön hier rein. Hätten wir gleich machen sollen. Dann schauen wir gleich nach, wie viel da ist. Also unsere Kälber groß geworden. Du. Gerade fahren und dann zurück. Jetzt kommen wir dann ein bisschen lange nicht raus. LKW fest. Wir müssen tricksen. Beziehungsweise müssen wir schräge runterfahren. Jetzt ist der Hänger Kollision, ne?
gut. Oder nicht gut. Ja. Wir müssen gleich den nächsten Stall auch noch leer machen. Und dann werden wir uns die Stall die Schweine von hier rüberfahren zu den Ställen. Ne? Denn das ist ja ein Schlag auf Schlag. Haben wir jetzt wohl Zeit verloren. Dann können wir beim nächsten Mal gleich die ersten herbringen. Vom Stall Nummer 2. Hier mähen wir nicht, hier mal sehen, wir einen großen Stall hinkriegen. Vielleicht, ja, muss ich mal schauen, ne? Vielleicht hinkriegen, dass wir hier einen Stall gebaut kriegen. Und irgendwann ist soweit mit der Aussaat, ne? Zurück, ja. Bestätigen. Unser LKW, Quatsch, unser Flüger, der Flugmeister, wird bezahlt, Stundenlohn von 264, naja, als Tagelöhner ist es okay, oder Stundenlöhner, der wird ja nach Stunden bezahlt, ne? Mir ist ja lieber, ich hätte eine feste Angestellte, wo ich sagen könnte, du, Bruder, du gehst jetzt bei und fliegst Feld Nummer 18, ne? Und der fährt alleine noch im Hof los und macht die Arbeit, ne? Und ich zahle ihm dafür ein, ja, Monatsgehalt, ne? Hier, männliche Schweine sind gut. Aber leider haben wir auch weibliche Tiere, oder sie haben uns so viele. Tja, haben wir nur 200 Tonnen, ne? Muss man eigentlich das Gewichtsmod aktivieren. Realistische Gewichte, da wäre es glaube ich hier pro Schwein 100 Kilo rund gerechnet. Das macht bei 64, oh Gott, jetzt wird schwierig, 64, 6,4 Tonnen oder 64 Tonnen, lagert mich jetzt nicht fest, jetzt wird es durcheinander. Also 10 Tiere werden praktisch ganz einfach gerechnet bei 100 Kilo, ja, eine Tonne. Und bei 60 sind 60 Tonnen. Darf ich gar nicht fahren, ne? Ist so schwer. Braucht mehr Achsen. Die Schweine sind noch schwerer. So, oh. 75 Tonnen. Der Anhänger darf, glaube ich, nur 40 haben. Aber anders ist ja eine Sache nicht her, ne? Mit den Schweinen. Muss ich eine ganze Woche nur Schweine fahren. Die nächste Straße. Ja, hallo. Schweine irgendwo hier in der Nähe haben. Ne? Da ist eine kleine Wiese, dann machen wir eine Schweinefarm hin. Eine Option, ne? Nähe vom Schlachthof, ne? Das ist logisch, ne? Ups. Haben wir jetzt hier Schweine 183.000 zerquetschte. Fleisch haben wir jetzt 18.000, 20.000 und
groß Sunset. War da wahrscheinlich nachts alle gewesen. Und die haben noch nicht produziert. Wahrscheinlich. Also. Wir werden die Produktion auch nicht mal am Laufen halten können. Das ist ja im Grunde unmöglich. Wenn die Temperatur passt, müssen wir sehen, dass wir. Ja. Die Aussaat machen können, ne? Dann wird noch Raps gedüngt werden. Der Mais. Ich glaube, Mais machen wir nicht. Also, wir haben so bewiesen, wir werden noch einmal Heu machen, eine Silage. Das wird, glaube ich, klüger sein. Haben wir jetzt hier mit Ach und Krach so viel ihr wollt ein paar mitnehmen. Verges vom zweiten Stall. Unser Schweinemeister gerade sauber gemacht alles, ne? Und hier müssen wir sehen, ob wir die jungen Tiere kriegen. Sehr gut. Die älteren Tiere normalerweise. Haben wir auch ein paar. Der ist daneben, ne? Logisch, vom Tor, nicht daneben. Putzen wir mal auch noch hier. Gute Arbeit. So, liebe Schauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao, ciao. Ja, man sieht sich vielleicht zum nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Tschüss.